Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Der Witzbold, Hamilton und Max Verstappen. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Du bist auf der Pole Position. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Der Witzbold, Hamilton und Charles Leclerc. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten.
Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance.35 Jahre ist es her, dass der großartige Niki Lauda hier in Zandvoort seinen 25. und letzten Grand Prix-Sieg holte, nur 2 Zehntel vor seinem damaligen McLaren-Teamkollegen Alain Prost und nach einer Aufholjagd von Startposition 10. Die Strecke, die wir hier sehen, ist natürlich ganz anders als damals, aber sie hat immer noch eine beeindruckende Geschichte vorzuweisen, zu der heute mit dem großen Preis der Niederlande 2020 ein weiteres Kapitel hinzukommen wird. Der Circuit Zandvoort hat 14 Kurven, 10 nach rechts und 4 nach links, von denen einige ein bisschen hängen. Dazu kommen spannende Höhenunterschiede, sodass es für unsere Fahrer auf diesen 4,2 Kilometern nie zu leicht werden wird. Man sollte hier immer auf die Fahrer achten, die die DRS-Zone vor Kurve 1 zur Attacke nutzen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der Witzbold startet aus der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Leclerc, Verstappen, Valtteri Bottas und Albon, Perez, Sainz, Ricciardo und Lance Stroll. Quert, Norris, Pierre Gasly und Ocon. Raikkonen, Vettel, Kevin Magnussen und Romain Grosjean. Giovinazzi, Giotto, Russell und Nicolas Latifi. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht.
Verletzung am Motor erkennen. Sei dir bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Und fällt geringfügig. Leichter Verschleiß am Motor. Rennens. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,5 Sekunden.
Leistung. Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren. Viele haben daran gezweifelt, ob dieses Team hier in Sanford gewinnen kann, aber es wurde ein spektakulärer Erfolg. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Dies kann man einfach nur als einen fantastischen Tag für die Formel 1 bezeichnen. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Der Witzbold vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Heiko, Daniel Ricciardo ist für mich wohl der Fahrer des Tages. Es ist weniger das, was er richtig gemacht hat, sondern wie wenig er falsch gemacht hat. Ein perfektes Rennen. Heute bringst du mich in eine echte Zwickmühle, aber ich glaube, ich entscheide mich für Pierre Gasly. Er hat in Drucksituationen einen kühlen Kopf bewahrt und das meiste aus schwierigen Situationen rausgeholt. Nichts gegen die Wahl der Fans, das wäre durchaus gerechtfertigt. Aber ich finde, meine Wahl hatte ein kleines bisschen mehr zu bieten. Was hier den Unterschied gemacht hat, war die Fähigkeit, ruhig zu bleiben und am Ende so stark abzuschließen. Zumindest meiner Meinung nach. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Das Team mit dem fahrenden Boss übernimmt die Führung in der Tabelle. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis?
war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Klasse, das war dann alles.